Was passierte eigentlich mit Lavender Brown nach den Heiligtümern des Todes? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Lavender Brown. Genauer gesagt, was mit ihr nach den Heiligtümern des Todes passiert ist. Falls ihr nicht mehr wisst, wer Lavender ist, sie war eine reinblütige Hexe, die im selben Jahr wie Harry, Ron und Hermine in Hogwarts eingeschult wurde. Sie wurde zum ersten Mal erwähnt, als sie im Stein der Weisen in das Haus Gryffindor einsortiert wurde und war tatsächlich der erste neue Gryffindor ihres Jahrgangs. Jahrelang besuchte Lavender Hogwarts und teilte oft die Klassen mit Harry, Ron und Hermine. Sie teilte sich sogar einen Schlafsaal mit Hermine. Dennoch wurde ihr nie viel Aufmerksamkeit geschenkt, bis zum sechsten Film, in dem ihr Charakter richtig aufblühte. In ihrem sechsten Schuljahr entwickelte Lavender eine leichte Verliebtheit in Ronald Weasley und eine Abneigung gegen Hermine Granger, die durch ihre Eifersucht genährt wurde. Es war dort schon sehr offensichtlich, dass Hermine etwas für Ron empfand und Ron für Hermine. Lavender schien dies wahrzunehmen und dies sorgte auf jeden Fall für eine Menge Trubel und Aufruhr. Obwohl sie sich mit ihrem geliebten Wonwon zerstritten hatte, schloss sich Lavender Dumbledores Armee an, um beim Schutz von Hogwarts und beim Kampf gegen die Todesser zu helfen. Lavender kämpfte tapfer in der Schlacht von Hogwarts, aber in dieser katastrophalen Schlacht gab es ein brutales Blutvergießen und Lavender kam sicherlich nicht ungeschoren davon. Ich zitiere aus dem Buch. Zwei Körper fielen von dem Balkon über uns. Als sie den Boden erreichten, sauste ein grüner Fleck, den Harry für ein Tier hielt, auf vier Beinen durch die Halle und biss seine Zähne in einen der Gefallenen. »Nein«, schrie Hermine, und mit einem ohrenbetäubenden Schlag ihres Zauberstabs wurde Fenrir Greyback von dem sich kraftlos rührenden Körper von Lavender Brown zurückgeschleudert. Nachdem sie von einem Balkon gefallen war, wurde Lavender von dem berüchtigten und blutrünstigen Werwolf Fenrir Greyback brutal angegriffen. Greyback war bekannt für seine animalische Brutalität und seine Neigung, sich an hilflosen Menschen, insbesondere Kindern, zu vergreifen. Greyback ist so furchteinflößend wie möglich und war im Grunde ein Kannibale mit übermenschlichen Kräften und der Fähigkeit, Magie anzuwenden. Sicherlich niemand, mit dem man gerne in einer dunklen Gasse sein möchte. In den Filmen ist es ganz klar, dass Lavender stirbt. Es steht nicht wirklich zur Debatte. Sie fällt von einem Balkon und wird dann von einem Werwolf zerfleischt. Die Schauspielerin Jessie Cave hat das Ganze sogar in einem Interview bestätigt. Aber in den Büchern sind die Dinge nicht so ganz eindeutig. Das letzte Mal, dass sie erwähnt wird, war, als ihr Körper sich schwach rührte und als Greyback von ihr heruntergeschlagen wurde. Aber es wird nie ausdrücklich erwähnt, dass sie tatsächlich gestorben ist. Wenn wir uns also an den Kanon des Buches halten, hat sie nun überlebt oder nicht? Obwohl nie ausdrücklich gesagt wird, dass Lavender stirbt, gibt es doch einige Hinweise, die darauf hindeuten. Erstens sind ihre Verletzungen ziemlich schwer. Sie wurde im Grunde von einem Werwolf gefressen, nachdem sie von einem Balkon gefallen war. Das klingt nicht nach etwas, von dem man sich einfach so erholen kann. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass sie nie wieder erwähnt wurde, weil sie nicht da war, weil sie gestorben war. Sie ist auch nicht auf der Plattform 9¾ im letzten Kapitel, noch tauchte sie als Figur im verfluchten Kind auf. Klar, in den Büchern wird das nie bestätigt, aber seien wir mal realistisch, hat sie überlebt? Wahrscheinlich nicht. Lavender war auch die einzige Figur, die auf Pottermore als vermutlich tot aufgeführt wurde, was ziemlich ungewöhnlich ist. Was meint ihr dazu? Hat Lavender Brown überlebt oder nehmt ihr einfach die Filme beim Wort und akzeptiert, dass sie wahrscheinlich gestorben ist? Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es konnte dir einen guten Einblick darin geben, ob Lavender Brown tatsächlich überlebt hat oder gestorben ist. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.